Danke dir, Angela, für die freundliche Einleitung. Es ist immer ganz spannend, wie die Einleitungen dann irgendwie länger und länger werden. Und jetzt bin ich bei 5 Minuten fast. Das ist schon irgendwie ganz gut. Ich danke aber vor allen Dingen auch für die freundliche Einladung und die Gelegenheit, hier zu sein und hier zu sprechen. Denn das ist für mich immer was ganz Besonderes, weil ich einerseits Lübecker bin und andererseits eigentlich, seit es dieses Museum gibt, hier auch immer wieder ganz neue und interessante Menschen treffe, und das macht unglaublich viel Spaß. Ich bin jetzt zum 3. Mal hier und das freut mich sehr. Piratenbekämpfung als Paradigma, und wahrscheinlich haben Sie bei dem Publikationstitel, den Angela vorgelesen hat, schon ein bisschen Angst bekommen vor den ganzen komplizierten Termini, die da irgendwie auftauchen. Piratenbekämpfung als Paradigma, Beutestücke aus maritimer Gewalt und städtische Identität in Lübeck, Hamburg und Danzig. Was verbirgt sich dahinter? Ich will Ihnen heute, ausgehend von einigen Objekten, die Sie in der Ausstellung auch sehen können, 2 eng miteinander verschränkte Argumente vorstellen und hoffe Ihnen damit, die Gedankengänge, die sich Historiker in den letzten Jahren zum Thema Piraterie im Mittelalter gemacht haben, näher zu bringen. Und ich hoffe Ihnen damit auch zeigen zu können, dass das Thema Piraterie im Mittelalter ein spannendes ist, auch wenn manch einer von Ihnen frustriert sein mag nach dem Besuch der Ausstellung, weil er oder sie herausgefunden hat, dass es vielleicht gar keine Piraten gegeben hat. Das erste meiner Argumente ist etwas irritierend angesichts der Vorstellungen, die wir von Hansestädten und Kaufleuten heute immer noch haben. Dass nämlich wir uns mittelalterliche Städte und Kaufleute als friedfertig, adlige Seeleute und Bauern aber als rückwärtsgewandt, fehdeführend und raubende Gewalttäter sehen. Ich will Ihnen dagegen heute einen anderen Blick eröffnen und Ihnen zeigen, dass die Führungsgruppen mittelalterlicher Städte Beute- und Gewaltgemeinschaften waren. Die Beute, die sie machten, prägte ihr Selbstverständnis und ihre Handlungsmuster zu einem erheblichen Teil, ebenso wie die Gewalt, die sie erlitten und die sie selbst ausübten. Zweitens, im 15. und 16. Jahrhundert inszenierten sich diese städtischen Beute- und Gewaltgemeinschaften zunehmend als Piratenbekämpfer. Piraterie gab es im Mittelalter eigentlich nicht. Piraterie war ein im 15. Jahrhundert aufkommender Kampfbegriff, den städtische Eliten zunächst nutzten, um ihre eigene Gewalt gegen Konkurrenten zu rechtfertigen. Jemanden als Piraten zu bezeichnen, bedeutete, ihn nicht mehr als gleichwertigen Gegenspieler anzuerkennen, sondern ihn an den Rand zu stellen und ihn gegebenenfalls gewaltsam zu beseitigen. Die führenden Kaufleute und Eliten von Hansestädten brachten diesen Kampfbegriff nicht nur auf, sie führten seit etwa 1400 brutale Kämpfe, um ihre Marktmacht zu behaupten. Was zunächst als Rechtfertigung diente, verselbstständigte sich allerdings. 150 Jahre später, also um 1550, sahen sich der Lübecker Rat und die Kaufleute tatsächlich als besonders heldenhafte Piratenbekämpfer. Ich werde meinen Vortrag so aufbauen. Zunächst will ich Ihnen an konkreten Objekten zeigen, dass mittelalterliche Städte Beutegemeinschaften waren. Ich will Ihnen auch zeigen, dass Beute etwas ist, was Identität stiftet. Im zweiten Teil will ich mich dann der Frage widmen, wie diese Beutegemeinschaften in ihrem Selbstverständnis zu Piratenbekämpfern wurden. Zunächst werde ich Ihnen zeigen, dass diese Gewaltgemeinschaften in einer Phase, in der sich die europäische Wirtschaft strukturell veränderte, gewaltsam versuchten, Märkte zu kontrollieren und Konkurrenten zu verdrängen. Dann zeige ich Ihnen am Beispiel der Lübecker Bergenfahrer, wie sich aus der Rechtfertigung eigener Gewalt ein Zusammenhalt als Gruppe entwickelte, der auf dem Bild von sich selbst als besonders überzeugte Piratenbekämpfer beruhte. Der Wert der Beute, Städte als Gewalt- und Beutegemeinschaften. Auf alten Fotografien, wie Sie sie hier sehen, das ist die Marienkirche in einer Abbildung, ja, Sie sehen es nicht besonders gut, das ist ja nicht so schön, aber Sie sehen das, worum es geht, nämlich diese lange Fahne, die da hängt. Auf solchen Fotografien sehen Sie etwas sehr Einprägsames. Wenn man nämlich etwa bis 1942 in die Marienkirche ging, dann wurde sie ja bombardiert, dann fand man dort Trophäen wie diese Fahne, die im Chörgestühl der Kirche hing. Eine Fahne, die angeblich ein Lübecker Schiffer 1472 in einem desaströs verlaufenden Seegefecht von einem dänischen Schiff weggenommen hatte und die dann auf sehr ominösen Wegen ihren Weg in die Marienkirche fand. Dort hing sie prominent über dem Chorgestühl.
Sie verdeutlichte allen, die sie sahen, dass der Lübecker Rat bereit war, die Autonomie der Stadt im Zweifelsfall auch mit Gewalt zu verteidigen. Wir wissen zwar heute, und das ist ganz interessant, so gut wie nichts über die Umstände, unter denen diese Fahne in die Marienkirche gelangte. Wir wissen auch überhaupt nicht, ob sie tatsächlich von 1427, wie immer erzählt wird, geschrieben wird, stammte. Aber für die Nachgeborenen war klar, dass sie den Stolz des Lübecker Rats symbolisierte und die Dänen erniedrigte. Dazu fügte sich die Fahne ein in die Art und Weise, wie die Lübecker Eliten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit in ihren Chroniken, aber auch beispielsweise in der bildlichen Ausgestaltung des Rathaus ihre Stadtgeschichte schrieben. Als langen Kampf gegen die Dänen, in dem sich die Stadt behauptete, in dem sie Gewalt ausübte und erlitt. Die Stadt sah sich als eine Gewaltgemeinschaft, das symbolisiert diese Fahne. Ganz ähnliche Geschichte 1525 in Hamburg, und die finden Sie auch in der Ausstellung. In diesem Jahr ging der Hamburger Rat gegen Klaus Kniephoff vor. Kniephoff führte Fehde oder Seekrieg, das ist Ansichtssache, gegen den neu gewählten dänischen König Friedrich. Er agierte mit sogenannten Kaperbriefen Christians II., eines abgesetzten dänischen Königs, der auf seinem Thronanspruch beharrte. Im Prinzip konnte Kniephoff damit zumindest rechtliche Argumente vorbringen, um sein Handeln zu rechtfertigen. Doch die kaiserliche Statthalterin der Niederlande verweigerte die Anerkennung seiner Kaperbriefe, als der politische Druck auf sie wuchs. Im Bündnis mit Lübeck besiegten Hamburger Gewaltakteure Kniephoff, der unter dem Schutz des ostfriesischen Grafen stand, und brachten ihn und zahlreiche Gefangene nach Hamburg. Dort fand vom Hafen ausgehend ein Triumphzug durch die Stadt statt. Die Gefangenen wurden nach ihrem Stand geordnet, sie wurden mit einem Tau verbunden und von Trommlern und Spielleuten begleitet durch die Stadt geführt. 2 Tage später wurden alle erbeuteten Fahnen in einem feierlichen Akt in die Domkirche gebracht und dort über der Kanzel angebracht, wo sie bis ins 18. Jahrhundert hingen. Kniephoff wurde mit seiner Entourage als Seeräuber hingerichtet. Für die Zeitgenossen, und das ist sehr typisch, war diese Hinrichtung rechtlich mehr als umstritten. Aber durch den Triumphzug und die Ausstellung der Fahnen in der Domkirche sandte der Hamburger Rat dazu ein deutliches Signal. Sein Gewalthandel erschien ihm als gerechtfertigt, als die legitime Bestrafung eines Seeräubers. Und diese legitime Gewalt sollte inszeniert und erinnert werden. Städtische Eliten sahen sich aber nicht nur als Gewaltgemeinschaften, sie waren auch Beutegemeinschaften. Sie machten gemeinsam Beute und das vereinte sie, wirtschaftliche Beute, aber auch symbolische. Jüngst hat Stefanie Rüther darauf hingewiesen, dass etwa der Lübecker Rat nach 1400 nahezu jedes Jahr Kriegszüge nach Holstein unternahm, indem sich die Stadt gewaltsam den Zugang zu Ressourcen verschaffte. Für Lübeck habe ich gezeigt, dass der Rat der Stadt um 1420 unter dem Schlachtruf, dem gemeinen Besten zu dienen und den gemeinen Kaufmann zu schützen, gewaltsam knallharte wirtschaftliche Interessenpolitik in der südlichen Ostsee verfolgte. Der Hamburger Rat veranstaltete seit 1400, so heißt es in den Kämmerei-Rechnungen, jedes Jahr Reisen zu den Piraten, gewaltsame Expeditionen gegen die Vitalienbrüder in Friesland. Dabei machten sie Beute und nahmen Geiseln, die sie gegen Lösegeld wieder freiließen. Jemandem gewaltsam etwas wegzunehmen, war also gleichsam eine Signatur städtischer Oberschichten. Das, was diese Oberschichten wegnahmen, hatte aber wie die Fahnen unter Umständen nicht nur einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch einen symbolischen. Und der steht heute stärker in dem, was ich Ihnen hier präsentiere. Denn dieser war für die Selbstwahrnehmung und die Außendarstellung mittelalterlicher Eliten ungleich wichtiger. Über Beuteobjekte inszenierte man sich nicht nur selbst, man wertete auch den Konfliktgegner ab. Das verweist darauf, dass Beuteobjekte gefährliche Objekte sind, denn in sie hat sich die Geschichte eingeschrieben, die mit ihrer gewaltsamen Aneignung verbunden ist. Sie existieren nicht einfach so, sondern sie sind eingebunden in Rituale, die mit ihnen vollbracht werden, in einen Kontext, in dem man sie ausstellt, hier eben das Chorschiff der Marienkirche, und in Geschichten, die man über sie schreibt. Und deswegen finden sich solche Fahnen, über die ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, auch immer wieder in schriftlichen Quellen abgebildet. Hier etwa das Banderia Rutenorum von 1448, dessen Autor die Fahnen abgebildet hat, die ein Heer des polnischen Königs und des Großfürsten von Litauen in der Schlacht von Tannberg oder Grunwald 1410 erobert hatte, eine Schlacht, in der sie den Deutschen Orden besiegt haben. Die Fahnen wurden triumphal im Dom in Krakau ausgestellt
und der Umhang des getöteten Hochmeisters Ulrich von Jungingen als Messgewand weiterverwendet. Trotzdem musste man das offensichtlich, um diesen Beutestücken Sinn zu geben, in irgendeiner Form schriftlich festhalten. Und das sehen wir eben hier in dieser Banderia Prutenorum, einer Handschrift, in der diese Fahnen abgebildet sind und eben auch mit den Geschichten dazu, den Geschichten der Aneignung in dieser Schlacht verbunden werden. Das verdeutlicht aber auch, dass dieser symbolische Wert eine religiöse Ebene hat, die sich eben in dieser Inszenierung der Beute im Kirchenraum zeigt. Die Gewaltgemeinschaft handelte im Einklang mit Gott. Ohne die Deutungsversuche der Zeitgenossen konnten die Beuteobjekte ihren Wert, den es brauchte, um Identität zu stiften, nicht entfalten. Beute zu machen, eine unendliche Geschichte. Dabei spricht das Schweigen über ausgestellte Objekte, das wir oft in den zeitnah entstandenen Quellen finden. Also wir sahen das eben bei dieser Fahne von 1427, dass da niemand drüber schreibt. Dieses Schweigen spricht Bände. Oft waren die Beutestücke nämlich noch viel zu sehr mit der Geschichte ihrer umstrittenen Wegnahme verbunden, als dass man über sie schreiben wollte. Es dauerte also eine Zeit, bis sich ein festeres Geschichtsbild herausbildete. Also hier sehen Sie dieses Triptychon, das Sie auch in der Ausstellung in einer Abbildung finden, und in dem Katalog gibt es einen ganz großartigen Aufsatz von Beata Mojeko dazu. Das Triptychon, das jüngste Gericht von Hans Memling. Das befindet sich heute im Nationalmuseum in Danzig. Das hier ist eine Nachbildung. Wie kam das in diese Kirche, wo es ursprünglich ausgestellt war? 1472 tobte eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen den Hansestädten und England. Dabei überfiel Paul Benecke, Kommandant eines Schiffs, das einem Gewaltkollektiv aus Danzig gehörte, zwei unter burgundischer Fahne fahrenden Galeeren, die dem Vertreter der Medici in Brügge gehörten, also diese Florentiner Kaufmanns Politikerfamilie. Auf einer dieser Galeeren machte er reiche Beute, unter anderem den Altar. Der Überfall war schon nach den Normen der Zeit rechtlich problematisch und eher ein Verzweiflungsakt, denn Paul Benecke brauchte dringend Beute, um seine Söldner bei Laune zu halten. Also wir haben die Korrespondenzen seines Vorgängers als Kapitän dieses Schiffs, und die sind unglaublich stark darauf angewiesen, Beute zu machen, weil ihre Söldner langsam nervös werden. Und dann kommt eben diese Situation mit dieser Florentiner Galeere gerade recht. In Danzig und den anderen Hansestädten war man daher von dem Überfall auf die burgundische Galeere auch nicht besonders angetan. Anders als dies nationalistisch gesinnte deutsche Historiker im 19. und 20. Jahrhundert waren, die Paul Benecke als deutschen Seehelden verehrten. Um 1472 war sein Überfall den hansestädtischen Eliten eher peinlich. Als Benecke nach Hamburg kam und mit den Rädern und Ausrüstern seines Schiffs, drei Danziger Ratsherren und seinen Söldnern die Beute zu verteilen, ließen die Hamburger ihn erst gar nicht in die Stadt. Der Rat von Lübeck verbot seinen Bürgern, etwas aus der Beute zu kaufen. Denn der Überfall hatte ernste Konsequenzen gezeitigt. Die Medici ließen Lübecker Kleriker in Florenz verhaften und Danzig wurde kurzfristig exkommuniziert. Die Hansestädte und sogar der Danziger Rat entschuldigten sich beim Herzog von Burgund dafür, dass es ihnen nicht gelungen war, Benecke davon abzuhalten, die Galeere zu überfallen. Zu dieser Zeit war der Altar also nichts, auf das man in Danzig stolz war. Daher wissen wir auch nicht genau, wie er in die Marienkirche gelangte. Unter dem Altar scheint sogar eine kleine Holztafel gestanden zu haben, auf der er auf das Jahr 1350 datiert wurde, ein Versuch vielleicht, die Herkunftsgeschichte zu verschleiern. Am plausibelsten ist, dass Benecke und die Räder seines Schiffs in der Kapelle der St. Georgsbruderschaft stifteten, in der sie alle Mitglieder waren. Sie hätten sich dann in einem kleinen elitären Kreis als Beutegemeinschaft repräsentiert. Doch in der späteren Erinnerung wurde der Altar vom umstrittenen Beutestück einer kleinen Gruppe zur gemeinsamen Beute der Stadt. 1577 schrieb Stenzel Bormann eine ältere Danziger Chronik ab. Dabei fügte er der eher nüchternen Darstellung seines Vorgängers Kaspar Weinreichs von Benekels Überfall auf die Galeere hinzu, auf dieser Galeere habe sich das schöne Gemälde befunden, das nun die Marienkirche ziere. Bormann brachte damit mit 100 Jahren Abstand erstmals dieses Objekt in Verbindung mit der städtischen Geschichte. Aus Benekes Überfall war also inzwischen in der Wahrnehmung der Zeitgenossen ein legitimer Raubzug der Stadt als Ganzes geworden. Bormann schuf damit Anknüpfungspunkte, um dieses Objekt mit der Geschichte der Stadt als Gewaltgemeinschaft zu verknüpfen.
Warum aber war diese Verknüpfung so wichtig? Weil die Beuteobjekte selbst durch eine gewisse Doppelbödigkeit oder Uneindeutigkeit gekennzeichnet waren. Einerseits musste man Objekten wie die Fahne oder das Triptychon erklären, man musste ihre Präsenz erklären, man musste Geschichten erzählen, erinnern und auch in den Wissensbeständen haben, um dann auf sie zurückgreifen zu können. Andererseits wurden aber diese Gewaltgeschichten überhaupt erst authentisch, wenn man sie in eine Verbindung mit konkreten Objekten setzen konnte. Erst die Objekten machten diese Geschichten zu wahren Geschichten. Städte und städtische Eliten kann man also als Beute und Gewaltgemeinschaften sehen. Beute und Gewalt prägten ihre Identität. Beute hatte dabei einerseits einen wirtschaftlichen, andererseits aber auch einen hohen symbolischen Wert. Denn über sie handelten Gruppen ihre Identität aus, über sie grenzten sie sich aber auch von einem Gegenüber ab. Sie rechtfertigten ihre Gewalt und stellten die Rechtmäßigkeit der Gewalt anderer in Abrede. Und in diesem Zusammenhang kommt der Vorwurf der Piraterie und die Idee der Piratenbekämpfung ins Spiel, die Hansestädte im 15. und 16. Jahrhundert zunehmend vorbrachten. Dem sei der zweite Teil meines Vortrags gewidmet. Fangen wir dazu mit einer letzten Fahne in der Lübecker Marienkirche an. Sie hing bis ins 18. Jahrhundert über dem Gestühl der Bergenfahrer, der Verbindung der Kaufleute, die nach Bergen in Norwegen handelten und in der Marienkirche eine eigene Kapelle hatten. Die eher unscheinbare Fahne ist auch abgebildet in der Chronik des Hinrich Rehbein, hier sehen wir sie ganz unten in der Ecke, aus dem frühen 17. Jahrhundert. Wie war diese Fahne in die Marienkirche gelangt? Wir haben dazu einen Bericht vom Bergenfahrer Gerd Korfmacker. Er schildert, dass 1526 die Bergenfahrer in Südnorwegen in ein Gefecht mit Martin Pechlin, einem weiteren Unterstützer sowie Klaus Kniphoff, des dänischen Thronanwärters Christian II. Geraten seien. Korfmacker, der behauptete, derjenige gewesen zu sein, der Pechlin erschossen habe, schilderte, dass die Bergenfahrer dabei zahlreiche der Gewaltakteure getötet hätten. Sie verfolgten die Flüchtenden und richteten sie vor Ort hin. Nachdem sie Güter, die beste Takelage und Taue, Anker und Segel vom Schiff Pechlins genommen hatten, verbrannten sie das Schiff und booteten, also sie teilten die genommenen Güter unter sich. Dabei befanden sich Getränke und Lebensmittel, aber auch Kirchsilber. Jeder der Männer, die so erfolgreich getötet hätten, so Korfmacker, habe einen Anteil an der Beute im Wert von 70 Mark lübisch erhalten, wobei auch die Angehörigen derjenigen Seeleute bedacht wurden, die im Kampf gestorben waren. Und das finden wir tatsächlich im Lübecker Niederstadtbuch, dass wir dort eben Angehörige dieser Verstorbenen finden, die zu dem Lübecker Rat kommen und dann eben ihren Anteil von dieser Beute erhalten. Nach stürmischer Überfahrt kehrten die Bergenfahrer zurück in die Travemündung. Mit sich führten sie eine Fahne, die in der Lübecker Marienkirche über dem Gestühl der Bergenfahrer aufgehängt war. Und wir brachten Martin Pechlins Fahne nach Lübeck und die wurde in der Marienkirche über dem Bergenfahrergestühl aufgehängt. Auch andere Quellen erinnern an diese triumphale Rückkehr, wie etwa das Rechnungsbuch der Bergenfahrer, das noch zusätzliche Informationen bereithielt. Pechlin und seine Beipflichter hätten viel Böses getan, zu Wasser und zu Lande mit Name, Mord und dem Überbordwerfen. Eines ihrer Fähnchen wurde zum Gedächtnis in unserer lieben Frau Kirchen in Lübeck unter den Turm gehängt. Nicht nur der Triumph, sondern auch die Boshaftigkeit eines vermeintlichen Erzpiraten wurde mit dem Aufhängen der Fahne der besiegten Gewaltakteure verdeutlicht. Manches an dieser Geschichte kommt uns bekannt vor. Über ihre gemeinsame Erinnerung an eigene und erlittene Gewalt verbanden sich die Bergenfahrer als Gruppe. Sie stifteten Sinn und erinnerten sich ihrer Geschichte und ihrer Toten. Darüber hinaus geht aber eins. Durch die Ausstellung der Fahne Martin Pechlins und die chronikalischen Notizen wurde die Gewalt der Bergenfahrer eben in einen ganz bestimmten Sinnzusammenhang gestellt. In diesem Kontext wurde Pechlin nämlich nicht als gleichwertiger Konfliktgegner dargestellt, vielmehr als ein diabolischer Seeräuber. Und das entsprach einem neuen, sich gleichwohl durchsetzenden Bild. Die Bergenfahrer sahen sich als eine Gruppe, die sich gewaltsam gegen eine vermeintlich bedrohliche Gegenwelt von Seeräubern und tyrannischen skandinavischen Adligen zu behaupten hatte. Sie inszenierten sich im öffentlichen Raum, denn diese Kirche ist
ein öffentlicher Raum, als Piratenbekämpfer. Die Trophäe ihres Sieges vermittelte dieses Bild nicht nur der Stadtgemeinde. Durch sie wurde auch die Vorstellung eines in sich geschlossenen Verbandes nach innen beschworen, also in der internen Kommunikation der Bergenfahrer. Triumph, Tradition und Identität miteinander verwoben. Die Geschichte von Pechlin zeigt damit etwas, was seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts weit verbreitet war, aber bisher kaum untersucht worden ist, nämlich städtische Piratenbekämpfung als ein Mittel der Kriminalisierung und Marginalisierung von Konkurrenten. Kriminalisierung und Marginalisierung, also das Abstempeln eines Gegenübers als zu bestrafenden Kriminellen und andererseits das ihn an den Rand und sogar aus der Gesellschaft hinausdrängen, sind zwei Schlüsselbegriffe, um die gegenwärtig geltenden Forschungsresultate zu Gewalt auf See im Mittelalter, die Sie beispielsweise in der Ausstellung sehen, weiterzudenken. Im Mittelalter gab es keine Piraten. Gewalt auf dem Meer fand im Spätmittelalter in einem anderen Umfeld statt als heute. Es gab kein staatliches Gewaltmonopol und das heißt, Recht musste man auf eigene Faust durchsetzen. Es gab auch kein einheitliches Rechts- und Gerichtswesen, sondern eine Vielzahl miteinander konkurrierender und ineinander verschränkter Gerichte und Normen. In diesem Umfeld setzten Seeleute, Kaufleute und Schiffer ihre rechtlichen Interessen gegebenenfalls gewaltsam durch und sie alle beriefen sich dabei auf das Recht. Jeder auf dem Meer konnte damit potenziell zum Gewaltakteur werden. Täter und Opfer waren in langwierige Konflikte verwickelt und sie begegneten sich in aller Regel mehrfach und tauschten dabei die Rollen, also Opfer und Täter. Hinzu kam, dass es einen Pool an potenziellen Fehdehelfern, Unterstützern gab, auf die man gegebenenfalls zurückgreifen konnte. Gewaltsame Wegnahmen waren eingebettet in gerichtliche und außergerichtliche Auseinandersetzungen. Und in diejenigen, die die Gewalt begingen, waren in aller Regel keine Angehörigen von Randgruppen oder gar Sozialrebellen. Gewaltsame Konfliktführung war auch ein Oberschichtenphänomen. Gewalt auf See war also nicht zufällig. Sie gehörte zu den Strategien, mit denen man rechtliche und wirtschaftliche Konflikte austrug. Wer dabei als Verbrecher und wer als legitimer Fehdeführer gesehen wurde, war eine Aushandlungssache, in der es stark darauf ankam, wer seine Argumente besser platzieren konnte, welche Unterstützer man fand und wie hoch die eigene soziale Stellung war. Deshalb sollte man auch nicht von Piraten sprechen, um all diese Assoziationen und Wertungen zu vermeiden, die mit diesem schillernden Begriff verbunden sind. Das mag umständlich sein, ist aber wichtig, um begrifflich einigermaßen präzise zu sein. Denn Piraterie ist eine diffamierende Zuschreibung, keine Tätigkeitsbeschreibung. Und oft ist es die Propaganda der jeweiligen Sieger in einem Konflikt, die wir als Historiker nicht einfach übernehmen dürfen. Dieses Forschungsbild bringt aber auch neue Fragen auf. Denn das Beispiel Pechlins zeigt, dass es zwar vielleicht keine Piraten gab, dass sich aber städtische Eliten um 1500 als Piratenbekämpfer inszenierten. Gegen die Leute, die sie als Piraten stigmatisierten, wandten sie exzessive Gewalt an. Sie töteten sie und betrachteten sie nicht als gleichwertige Konfliktgegner. Und das steht in einem gewissen Spannungsfeld, beispielsweise zu den Befunden Gregor Romans, nach denen 100 Jahre zuvor, also um 1400, die Konfliktparteien auf Verhandlungen unter Gleichen abzielten und nur dosiert Gewalt eingesetzt hätten. Spätestens seit 1430 tauchen aber in den Hansestädten Diskurse auf, über die bestimmte Personen und ihr Geschäftsgebaren als Piraterie oder Schmuggel umgedeutet werden. Offenkundig gibt es einen Wandel in den Praktiken und Rechtfertigungen städtischer Gewalt. Das muss man erklären. Zur Analyse von Gewalt auf See mag der Pirateriebegriff untauglich sein, aber es bleibt zu erklären, warum man Leute nicht nur als Piraten bezeichnete, sondern dies auch dazu nutzte, um sie hinzurichten. Warum kamen solche Vorstellungen auf und wer brachte sie auf? Piraterie war ein relativ neuer Begriff im Ostseeraum des 15. Jahrhunderts. Um diesen Begriff auf die Spur zu kommen, greifen wir auf ein Beispiel aus der Lübecker Ratschronik aus dem Jahr 1454 zurück. Item, in diesem Jahr machte die Stadt Lübeck Friedensschiffe aus gegen die Seeräuber und Piraten. Seerover und Piraten steht da im Original. Also nahmen sie eine Snieke, ein kleines Schiff mit Seeräubern, von denen schlugen sie etliche tot und die anderen brachten sie nach Lübeck und dort wurden sie hingerichtet und geköpft, denn sie bekannten, dass sie geraubt hatten und die scheinbare Tat wurde bei ihnen gefunden. Schon der erste Satz macht deutlich, dass der Schreiber
den Konfliktgegner der Lübecker nicht als gleichwertig wahrnimmt. Die eigenen Schiffe werden als Friedensschiffe bezeichnet. Sie verfolgen also ein höheres Ziel. Und um ganz deutlich zu werden, bezeichnet er die Gegner als Seeräuber und Piraten, was eine seltsame Doppelformel ist. Dadurch markiert er sie als Outlaws. Aber es bleibt nicht bei den Worten. Auch die Praktiken der Lübecker heben auf die Randständigkeit der Gegner ab. Als man die vermeintlichen Seeräuber findet, schlägt man etliche tot. Die anderen verschleppt man nach Lübeck, wo man sie nach ihrem Geständnis köpft. Bleiben wir kurz bei einem Schlüsselbegriff in diesem Text, Seeräuber und Piraten. Nämlich dem aus dem Griechischen stammenden Begriff des Piraten, der ausgesprochen ungewöhnlich in einem niederdeutschen Text aus dieser Zeit. Es ist nach meinem Wissen die erste Nennung in einem niederdeutschen Text, die früheste Nennung in einem niederdeutschen Text. Im Spätmittelalter ist Pirat ein schillernder Begriff und es ist nicht einfach, seine Bedeutung zu verstehen. Oftmals taucht er als Adjektiv auf. Leute verhalten sich auf piratische Weise. Sie nehmen gewaltsam etwas weg, ähnlich wie der Räuber, der nach mittelalterlichen Rechtsvorstellungen dabei jedoch durchaus im Recht sein kann. Als Bezeichnung für Personen erscheint der Begriff erst spät in Frankreich, etwa gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Eine rechtliche Bedeutung hinsichtlich Gewalt auf See hat der Begriff lange nicht. In England etwa erscheint er als Synonym für Rebellion und Hochverrat, als eine leere, aber ein gravierendes Verbrechen bezeichnende Kategorie. Offensichtlich bedeutete der Begriff nichts Gutes, doch mit maritimer Gewalt war er zunächst nicht direkt verbunden. Es gab jedoch zwei antike Traditionslinien, auf die auch mittelalterliche Akteure Bezug nahmen. Augustinus, der im frühen 5. Jahrhundert schrieb, erzählte in seinem Werk De Civitate Dei eine Geschichte aus dem Leben Alexander des Großen. Der begegnete Diomedes, einem lokalen Häuptling, und herrschte ihn an, warum er ein Pirat sei. Diomedes reagierte darauf durchaus selbstbewusst. Warum nenne man ihn einen Räuber? Er plündere zwar Meer und Küsten, doch hätte er eine Flotte, so würde man ihn nicht Piraten nennen, sondern Kaiser. Im Mittelalter war diese Geschichte weit verbreitet. Man findet sie etwa wie hier bei dem Bänkelsänger François Villon. Bei Augustinus erscheint der Pirat als König im Kleinen, der sich vom Kaiser nur durch das Ausmaß seiner Gewalt unterscheidet. Piraterie, eine Frage der Zuschreibung. Der Gegenpunkt ist die Definition Ciceros. Nach Cicero ist der Pirat der gemeinsame Feind aller. Für den Pirat, so Cicero, gelte man, dass man nicht einmal nicht nur die gegebenen Eide nicht einhalten, sondern diese sogar brechen müsse, denn er sei der ausgeschlossene Feind aller, schlimmer als der Feind im völkerrechtlichen Sinne. Das ist eine massive Abwertung und sie zielt auf die Auslöschung des Gegenübers. Dieser Text gelangte übrigens 1464 in den Besitz des Lübecker Rats, wo ihn die Lübecker Juristen rasch für ihre Zwecke zu nutzen begannen. Wenn Historiker heute das spätmittelalterliche Gewalthandeln in der Ostsee beschreiben, dann sind sie eigentlich nicht weit weg vom Bild, das Augustinus zeichnete. Eigentlich waren alle gleichermaßen Gewaltakteure und Piraterie eine Frage der Zuschreibung. Doch das Beispiel aus der Ratschronik verdeutlicht, dass es im 15. Jahrhundert ein Konzept von Piraterie gab, das nicht weit von Cicero entfernt war. Und dieses Konzept rechtfertigte eigene Gewalt als Piratenbekämpfung und diskreditierte das Handeln der anderen. Insofern ist es eine starke Aussage, wenn der Lübecker Rat die Kontrahenten in der Ratschronik als Seeräuber und Piraten bezeichnet. Dagegen verdeutlichen die folgenden Sätze aus der Lübecker Ratschronik, dass die vermeintlichen Piraten, die die Lübecker hinrichteten, vielleicht doch nicht einfache Kriminelle waren. Denn kurz darauf habe Olaf Axelsson, der Vogt von Gotland, ein Lübecker Schiff, so die Lübecker Ratschronik, gegen Gott und das Recht weggenommen. Er habe dies aber damit gerechtfertigt, dass die Lübecker kurz zuvor seine Knechte hingerichtet hätten. Er behauptete also, dass die vermeintlichen Piraten zu ihm gehörten. Die Lübecker bestritten dies zwar, die Hingerichteten seien nicht Olafs Knechte, sondern Pommern gewesen. Und Olaf habe ihre Hinrichtung nur als Vorwand genutzt, um zu rauben. Es spricht aber vieles dafür, dass die Hingerichteten tatsächlich zum Gefolge von Olaf gehörten. So schickte Olaf die weggenommenen Lübecker Güter zum Verkauf in die Hansestädte Kolberg und Rostock. Kolberg und Rostock erlaubten dies auch, auch wenn sich die Lübecker bitterlich beschwerten. Das deutet darauf hin, dass sie Olafs Argumentation folgten, dass er eine berechtigte Fehde führte.
Olaf hielt sich zudem an bestehende Regeln. Er gab das Schiff zurück, nachdem er die Güter aus dem Schiff genommen hatte, und gab sich keine Mühe, die Wegnahme zu verschleiern. Dagegen führten die Lübecker ein bisher selten verwendetes Argument an. Die Hingerichteten seien keine Fehdeführer, sondern Piraten gewesen. Und damit stellte der Verfasser der Ratschronik nicht nur die Hingerichteten als Ausgeschlossene dar und Olafs Gewalt als unrechtmäßig, sondern er rückte auch und vor allem das Handeln Kolbergs und Rostocks in die Nähe der Hehlerei. Deutlich tritt dies in einem Schreiben Lübecks an Kolberg zutage. Die Kolberger hätten aus einer guten Hansestadt eine Räuberkammer gemacht, schrieben sie 1455. Dabei nahmen sie Bezug auf Argumente des römischen Rechts, um die Kolberger unter Druck zu setzen. 1446 hatte ein Schreiber des Lübecker Rats festgehalten, kein Verbrechen dürfe ungesühnt bleiben, es sei in deutschen Landen üblich, den Dieb hinzurichten und der Hehler sei nicht besser als der Dieb. Die Episode zeigt also zwei unterschiedliche Deutungen von Gewalt auf See. Olaf Axelsson handelte gemäß den nicht unumstrittenen Regeln der Fehdeführung. Wir wissen nicht genau, wer seine Knechte waren, die die Lübecker hinrichteten, doch um 1450 führte eine Reihe von Pommern, Gotländern und Einwohnern aus Kolberg und Danzig aus verschiedenen Gründen Fehde gegen die Lübecker. Und Olaf Axelsson war sicherlich dabei einer der Patrone, die diesen Fehdeführern zur Hilfe kam. In diesem Zusammenhang lässt sich die Episode verorten. Anders als der Lübecker Rat anerkannten die Räte von Kolberg und Rostock Axelssons gewaltsames Vorgehen und erlaubten ihm, die genommenen Güter in ihrer Stadt zu verkaufen. Um zu verstehen, warum der Lübecker Rat um 1450 Gegner, wie in dieser Episode erstmals als Piraten abstempelte, muss man sich mit den wirtschaftsgeschichtlichen Rahmenbedingungen befassen. Das 15. Jahrhundert war eine Phase wirtschaftlichen Strukturwandels, die durch Krisen geprägt war. Im 15. Jahrhundert bildeten sich an der Stelle eines Netzwerks regionaler Märkte größere Märkte aus, um die herum sich regionale Märkte hierarchisch strukturierten. Einfach gesagt, die Kieler verkauften ihren Weizen nicht mehr direkt nach Bergen in Norwegen. Die Lübecker kauften ihn auf, brachten ihn nach Lübeck und verkauften ihn von dort aus nach Flandern oder nach Norwegen. Das war ein Prozess, der von Konflikten begleitet war. Marktzugang wurde gewaltsam ausgehandelt. Konkurrenten wurden verdrängt, wie etwa die kleineren mecklenburgischen Häfen oder Stade an der Elbe. Die Hierarchisierung von Märkten war für die adligen Hauptleute auf Inseln wie Bornholm, also mal gucken, wie das funktioniert. Bornholm haben wir hier und Gotland haben wir hier. Für die Hauptleute auf diesen Inseln wie Bornholm oder Gotland, wie Olaf Axelsson beispielsweise, ein Problem. Sie waren aus Prestigegründen, aber auch um ihr Gefolge zu unterhalten, darauf angewiesen, Zugang zu landwirtschaftlichen Ressourcen, aber als Adlige auch zu bestimmten Fernhandelswaren, wie beispielsweise teuren Tüchern, zu haben. Ab 1400 fuhren die hansischen Kaufleute jedoch zunehmend an den Inseln einfach vorbei und verkauften Produkte wie Salz und Getreide dort nicht mehr. Zugleich klagten Hansekaufleute zunehmend über Strandraub durch die Hauptleute. Also diese Klage der Hauptleute, ihr fahrt an uns vorbei und liefert uns nichts mehr. Und die hansischen Klagen, ihr begeht Strandraub, die bedingen sich sozusagen immer gegenseitig. Das sehen wir ganz schön. Die königlichen Hauptleute auf den Inseln argumentierten, rechtmäßiges Strandrecht auszuüben und für die genommenen Güter, die sie bräuchten, die Kaufleute auch zu entschädigen. Und das taten sie in aller Regel auch nicht so in der Höhe, in der die Kaufleute das gerne gehabt hätten, aber sie taten es. Es wäre leicht, dies einfach als Vorwand abzutun, vielmehr zeigen sich unterschiedliche Deutungsmuster dieser Konflikte, aber auch wirtschaftlicher Praktiken. Olaf Axelsson etwa zählte zu den absoluten Spitzen des skandinavischen Adels. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann, verkaufte Butter, Ochsen und Fleisch und Kalkstein und versuchte in den Hansestädten Salz und Weizen zu kaufen. Doch zugleich gab es permanent Klagen wegen Seeraubs gegen ihn. So etwa, als er Anspruch auf das Hansekontor in Novgorod erhob. Da er der Herr von Visby und damit der Stadt war, die 200 Jahre zuvor federführend im Kontor gewesen war und deswegen Fehde gegen die Hansestädte führte. War Axelsson also Seeräuber oder Unternehmer? In der Ausstellung können Sie das ganz klar mit einem weißen oder einem schwarzen
Stein entscheiden. Ich würde sagen, was die Hansestädte als Seeraub diskreditierten, sah Olaf als Wahrnehmung von Hoheitsrechten und Ausübung seiner wirtschaftlichen Aktivitäten an. Um 1450 gerieten also konkurrierende ökonomische Netzwerke angesichts der zunehmenden Konzentration von Märkten in Konflikt miteinander. Konkurrierende Handelsnetze entstanden und wurden unterbunden. Versorgungskrisen, Teuerungen und Hungersnöten schufen Gewinnchancen, bedrohten aber auch die politische Stabilität in den Hansestädten. Und in diesen Konflikten verfestigte sich seitens der Städte das Bild der eigenen Piratenbekämpfung und das Bild einer devianten, also von den Normen abweichenden maritimen Gegenwelt. Aber auch in der Peripherie, wo es um knappe Ressourcen ging, entwickelten sich gewaltsam ausgetragene Konflikte. So etwa zwischen den hansischen Bergenfahrern und den Bürgern der nordenglischen Hafenstädte, die sich am Dreieckshandel zwischen Nordengland, Bergen und der südlichen Ostseeküste beteiligten. 1407 beispielsweise klagten die Angehörigen von 80 Einwohnern der südenglischen Stadt Cromer vor dem englischen König. Bergenfahrer hätten ihre Verwandten in einem südnorwegischen Fjord angegriffen, misshandelt, ihnen ihre Güter abgenommen und sie dann ertränkt. Hier verschärften sich Konflikte in ökonomischen Bereichen, in denen Hansestädte beanspruchten, ältere Rechte zu haben. Scheinbar spontane Gewaltausbrüche waren in Wirklichkeit Bestandteil einer ökonomischen Kriegsführung, die darauf abzielte, die Aktivitäten von Konkurrenten zu unterbinden. Und das mag erklären, warum es im 15. Jahrhundert relativ häufig zu Gewalt auf See kam. Zunehmend bestritten die Beteiligten aber, dass der jeweilige Gegner rechtmäßige und durch eine gewisse Gleichwertigkeit gekennzeichnete Gewalt ausübte. Die Gewalt hob nun auf den Ausschluss des Gegners aus dem wirtschaftlichen Austausch und auch auf die konkrete Vernichtung des Gegenübers ab. Es ist dieses Umfeld, in dem der Piratenbegriff Ciceros auftaucht. Damit komme ich zu meinem letzten Kapitel. Piratenbekämpfung als Paradigma, das Beispiel der Bergenfahrer. Eine Gruppe, die sich dabei besonders hervortat, waren die Lübecker Bergenfahrer, von denen wir heute schon einiges gehört haben, also die Verbindung der mit Stockfisch aus Norwegen handelnden Kaufleute. Und interessanterweise erschien bei ihnen das Konzept der Piraterie zunächst als eine Rechtfertigung eigener Gewalt. 1455 ermordeten die Mitglieder des Hansekontors zu Bergen Olaf Nilsson, den norwegischen Vogt der Stadt, und 60 Mitglieder der norwegischen Aristokratie, unter ihnen den Bischof von Bergen im Kloster Munkelief, das sie im Anschluss daran auch noch niederbrannten. Die Gründe dafür lagen sicherlich darin, dass Nilsson in Bergen den Handel der Engländer gefördert hatte und sich gemeinsam mit Kompagnons aus Danzig und England auch im eigentlich den Norwegern vorbehaltenen Islandhandel engagierte. Damit schwächte er die Position des von den Lübecker Bergenfahrer dominierten Kontors in Bergen, das gleichsam monopolhaft den Handel mit dem Stockfisch kontrollierte. Allerdings war die Ermordung Nilssons ein skandalöser Gewaltakt, auf den man reagieren müsste. Auch Nilsson war ein Mitglied der skandinavischen Adelsgesellschaft, hervorragend vernetzt, und seine Angehörigen fingen an, Fehden gegen die Bergenfahrer zu führen, die ihren Verwandten umgebracht hatten. Außerdem hatten die Bergenfahrer nicht nur einen Bischof umgebracht, sondern auch ein Kloster niedergebrannt. Ihnen stand daher ein Prozess vor der Kurie in Rom bevor, bei dem nicht nur den Bergenfahrern, sondern auch der Stadt Lübeck die Exkommunikation drohte. Dazu schickten die Bergenfahrer ihren besten Mann nach Rom, ihren Sekretär Christian von Gern, einen studierten Jurist, der einen Urteilsspruch erwirkte, der den Bergenfahrern entgegenkam. Sie bauten das Kloster einfach wieder auf und bestachen den dänischen König, der klammheilig nicht traurig darüber war, dass die Bergenfahrer den ihm unliebsamen Nilsson beseitigt hatten. In diesem Kontext fing von Gern an, Informationen und Vorwürfe gegen Nilsson zu bündeln, also dieser Prozesskontext, über den wir hier sprechen. Seeraub war dabei nur ein Vorwurf von vielen. Olaf habe sich mit dem Konkurrenten des dänischen Königs, Christian I., um die schwedische Krone verbündet. Engländer habe er bevorzugt und ihnen die unerlaubte Fahrt in den Nordatlantik gestattet. Norwegischen Fischer habe er unter Druck gesetzt und betrogen, die Hansen um Schiffe, die sie den Engländern rechtmäßig geraubt hätten, geprellt. Verträge, die der König garantiert habe, gebrochen. Und ferner habe er ohne Unterscheidung Schiffe überfallen und deren Mannschaften ertränken lassen.
Von Gerns Strategie zielte darauf, Olaf zum Erzpiraten und Vertragsbrecher zu machen, der nicht nur die Bergenfahrer, sondern in allererster Linie die Allgemeinheit geschädigt habe. Daher schildert von Gern die Ermordung Olaf Nilssons auch anders als die Nilsson durchaus nicht freundlich gesinnte Ratschronik, die den Bergenfahrern ganz eindeutig die Schuld an der Eskalation zuwies und den Vorgang als brutalen Lynchmord schilderte. Von Gern behauptete dagegen, dass ein schwediger Schar Adlige das lose Volk, die deutschen und norwegischen Seeleute und Handwerker, in ihrem berechtigten Zorn angestachelt habe, die einen Auflauf veranstaltet hätten, der dann zu dem Gewaltakt geführt habe. Die Kaufleute, also die Bergenfahrer, seien daran gar nicht beteiligt gewesen. Kurz danach fingen jedoch die Angehörigen von Nilsson an, von Schottland aus Fehde gegen die Bergenfahrer zu führen. Und das war für die Bergenfahrer ein Problem, denn Nilssons Verwandte schädigten in erster Linie nicht die Bergenfahrer, sondern die Bürger anderer Hansestädte, die dann wiederum Ansprüche gegen die Bergenfahrer stellten. Wiederum wurde Christian von Gern aktiv. Aus seinen Notizen verfasste er eine Chronik der Geschichte der Bergenfahrer, in der er alle Vorwürfe gegen die Angehörigen Nilssons bündelte. Von Gern beschrieb die Geschichte der Bergenfahrer als eine Geschichte erlittener unrechtmäßiger Gewalt und eigener legitimer Gewalt. Vor allem auf die Unrechtmäßigkeit der Gewalttaten der Verwandten von Olaf Nilsson hob er dabei ab. Hier ein Beispiel, 1463 bis 65 habe Olaf Olafsson, also der Sohn Olafs, gegen den vom König gelobten Frieden, dem Kaufmann, großen Schaden getan. Er habe den Lübecker und den Bremern 8 bis 10 Schiffe abgenommen. Daraufhin habe man 500 Mann ausgerüstet, um ihn zu bekämpfen. 9 Wochen seien die Lübecker Auslieger auf See gewesen, doch er wäre ihnen dann fliehend davongesegelt und schließlich im Meer versunken, um den Teufel aufzusuchen, dem er diene. Schon in der Chronik von Gerens fällt auf, dass sich das Geschichtsbild, das er aus taktischen Gründen beschworen hat, nämlich die Ermordung eines Konkurrenten zu rechtfertigen, verselbstständigte. Auch von Gerens Chronik diente dazu, das gewaltsame Vorgehen gegen die Nachfahren Nilssons zu rechtfertigen. Aber die Dämonisierung des Gegners war nicht nur ein rhetorischer Kniff, denn die Chroniken wurden in allererster Linie von den Bergenfahrern selbst gelesen und die mussten daran ihren Spaß haben, denn sie waren grundlegend für ihre Selbstwahrnehmung. Von Gern zeichnete eine imaginäre Landkarte des Nordatlantiks und Sie sehen hier im Hintergrund so eine andere Landkarte, die auch so eine imaginäre Landkarte des Nordatlantiks zeigt. Eine Landkarte des Nordatlantiks, an dessen Küsten überall seeräubende Adlige, die mit dem Teufel im Bunde standen, den Bergenfahrern auflauert. Sich gegen vermeintliche Seeräuber zu wehren, war nun nicht mehr nur Rhetorik. Es wurde identitätsstiftend, und zwar so identitätsstiftend, dass 1594 der Bergenfahrer Johann Bulder zum Jahr 1526 festhielt. Anno 26, da wurde der tyrannische Seeräuber Martin Pechlin aus dem Weg geräumt. Ein Tyrann, ein Seeräuber, den man aus dem Weg räumt. Piratenbekämpfung war zu einer Signatur einer Beute- und Gewaltgemeinschaft geworden. Bilder von Schiffsuntergängen, die in der letzten Dekade des 15. Jahrhunderts entstanden, erinnerten in der Kapelle der Bergenfahrer in der Marienkirche an erlittene Katastrophen. Man gedachte der ertrunkenen und über Bord geworfenen eigenen Seeleute, stiftete Messen und betete für sie. Die Geschichtsbilder, über die die Bergenfahrer ihre Gegner kriminalisierten, entstanden nicht nur in den Köpfen der Chronisten oder Juristen. Sie waren schon durch die Objekte, die mit ihnen verbunden waren und überall im Stadtraum präsent waren, allgegenwärtig. Kommen wir daher noch einmal auf den Bericht des Gerd Kopfmakers mit zurück, des Mannes, der also behauptete, er habe Martin Pechlin erschossen. Fahnen spielen darin eine wichtige Rolle, doch sie sind nur ein kleiner Teil einer Darstellung, die darauf abzielt, die Gewalt der Bergenfahrer als Piratenbekämpfung zu rahmen. Auf ihrer Überfahrt nach Bergen laufen die Bergenfahrer in einen Fjord ein. In diesem Fjord sichten sie Masten. Der Lübecker Schiffer Carsten Tode, also der Kommandant dieses Lübecker Bergenfahrerschiffs, ahnt, dass dies ein Diebesschiff sei, denn das sei ein Diebeshafen, in dem er liege. Der Fjord erscheint als bedrohlich. Allein der Ort macht die Besatzung des fremden Schiffs zum Delinquenten. Korfmacker bezeichnet Pechlin nicht als Räuber, ein Terminus, der im 15. Jahrhundert oftmals gar nicht erabschneidend etwa für adlige Fehdeführer verwandt wurde, sondern als Dieb.
Das ist ein bedeutungsvoller Unterschied, denn im 15. Jahrhundert wurde keine Form von Devianz von der städtischen Gerichtsbarkeit so konsequent mit der Todesstrafe bestraft wie der Diebstahl. Überall im Fjord befinden sich scheinbar Spione, Piraten und ihre Unterstützer. Man schickt ein Boot zum lokalen Bauern, der bestätigt, dass es sich um ein stark bewaffnetes Raubschiff handle. Und nun mehren sich in Korfmakers Bericht die bedrohlichen Anzeichen. Ein Mann begegnet den Bergenfahrern und rät ihnen zu flüchten. Zufällig begegnet ihnen ein Sperrkommandos Pechlins, sie sind also aufgeflogen. Und am nächsten Morgen zeigen sich noch finsterere Vorzeichen. Als der Tag genaht habe, habe sich ein Schwarm Raben von dem Ort, wo Pechlins Schiff gelegen habe, erhoben und sich auf dem Deck und auf den umliegenden Klippen niedergelassen. Und sie hätten dabei so gekrächzt, dass einen davor grauen möchte. Um die ungeheimliche Atmosphäre auch noch dem hartgesottensten Bergenfahrer klarzumachen, findet sich in der Handschrift eine Randnotiz. Der Schreiber zeichnet einen Raben an den Rand und schreibt Raven Düvel, Raben Teufel. Tode fordert seine Mannschaft auf, tapfer zu kämpfen und lässt eine Fahne hissen, um zu zeigen, dass man nicht aufgibt, sondern in den Kampf zieht. Der Seeräuber solle schließlich sehen, dass es gegen Leute ginge, die sich zu wehren dächten. Daraufhin, so Korfmaker, erschrickt der Dieb, schreit, da seien Leute auf dem Schiff, die sich wohl zu verteidigen gedächten, und lässt ebenfalls eine Fahne hissen. Die Fahne steht für die Verteidigungsbereitschaft und Verteidigungsfähigkeit, sie dann wegzunehmen und auszustellen, ist eine Demütigung des Kontrahenten, der Ausweis, dass das kein richtiger Konfliktgegner ist. Beides beschwört Korfmaker. Er dämonisiert Pechlin, aber er spricht ihm auch die Gleichrangigkeit ab. Das spiegelt sich in der Art und Weise, wie die Bergenfahrer mit Pechlins Mannschaft verfahren. Sie machen kurzen Prozess, richten die Schiffsmannschaft hin, verfolgen die Geflüchteten, die auch hingerichtet werden. Korfmaker schließt seinen Bericht mit einer Zusammenfassung von Pechlins Schandtaten. An einem einzigen Tag habe er 12 Kauffahrerschiffe versenkt und 105 Seeleute ertränken lassen. In Korfmakers Bericht zeigt sich zweierlei. Erstens, wie sich ein Geschichtsbild um verschiedene Eckpunkte herum entwickelte. Um die Rechtfertigung eigener Gewalt, die Kriminalisierung anderer und ihre Dämonisierung. Und zwar, wie sich dies verbindet mit der identitätsstiftenden Vergegenwärtigung einer Geschichte erlittener Gewalt, aber auch der positiven Erinnerung der eigenen Gewalt als Piratenbekämpfung. Zweitens, Korfmaker hatte das ziemlich abstrakte Konzept der Piraterie im Sinne Ciceros vollkommen verinnerlicht. Daraus war im 16. Jahrhundert ein verbreitetes Handlungsmuster geworden, die das Selbstbild einer Gruppe wie der Bergenfahrer prägte. Ich denke, daraus lassen sich, und damit komme ich zum Schluss, 4 Schlussfolgerungen ziehen. Wir sehen also einen wirkmächtigen Kriminalisierungsdiskurs um den Begriff des Piraten, der ziemlich schillernd ist. Piratenbekämpfung wird dabei im 15. Jahrhundert zum Paradigma, zum Handlungsmuster städtischer Eliten. Und das ist nicht nur ein Hirngespinst irgendwelcher Juristen oder Chronisten, sondern es ist eine Praktik. Unter dem Schlachtruf, Piraten zu bekämpfen, werden Gegner hingerichtet, Kriegszüge veranstaltet und Boykotte organisiert. Zweitens, dabei verfestigen sich die Argumente und sie prägen die Identität von Gruppen. Wir sind Leute, die sich zu wehren wissen. Das scheint Carsten Tode in Gerst Korfmakers Bericht zu brüllen. Die Bergenfahrer sehen sich als harte Jungs, die sich im Strukturwandel zu behaupten wissen und die diabolischen bösen Jungs vernichten. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass das Argument der Piratenbekämpfung sich zwar strategisch nutzen ließ und auch oft so genutzt wurde. Daraus folgt aber nicht, dass die Akteure nicht auch ein bisschen daran glaubten. Mit der Zeit verinnerlichten die Bergenfahrer und andere städtische Eliten die Piratenbekämpfung als Handlungsmuster. Und es scheint, als sahen sich die Bergenfahrer in der Tat umgeben von Piraten. Nur im Versammlungshaus der Bergenfahrer in Lübeck, in den Kapellen der Marienkirche und im abgeschlossenen Kontor in Bergen scheint man vor den Bedrohungen der See sicher zu sein. Das wiederum erzeugt Zusammenhalt. Wie wir gesehen haben, ist die gemeinsame Beute ein weiterer ganz wichtiger Aspekt, der diese Zusammenhalt aufrechterhält. Denn die Beute kommt den Mitgliedern der Bergenfahrer wirtschaftlich zugute, sie hat aber vor allen Dingen eine symbolische Dimension. Sie ist prägend für das Selbstbild und das auch gerade, indem sie das Gegenüber abwertet. Über die gewaltsame Aneignung wird eine klare Grenze zu anderen Gruppen erzeugt. Sie schließt andere aus und bietet sogar die Möglichkeit, diese symbolisch zu vernichten. Die Empirie zeigt indes etwas anderes. Über die Vorstellung von Piratenbekämpfung wurden im 15. und 16. Jahrhundert
wirtschaftliche Konkurrenz und der Zugang zu Märkten verhandelt. Es geht darum, wer sich als Kaufmann bezeichnen darf und wer als Pirat über Bord geht. Die Konflikte der Bergenfahrer in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts waren ausgelöst durch Konflikte im umstrittenen Nordatlantikhandel dieser Zeit. Ebenso wie sie selbst führten auch ihre Konkurrenten rechtliche Argumente an, um ihre Gewalt zu rechtfertigen. Insofern sollte man die Selbstwahrnehmung städtischer Eliten wie der Bergenfahrer nicht einfach übernehmen, denn durch diese Vorstellung wurde der den Handel gefährdende Pirat und der friedlich die Meere besegelnde Kaufmann erst erzeugt. Löst man sich davon, dann eröffnet sich eine faszinierende und weitgehend unbekannte Welt, die es sich zu erforschen lohnt. Und ich hoffe, Ihnen zumindest ein bisschen dieser Faszination nahegebracht zu haben. Vielen Dank.